Willkommen zu einem weiteren Part, auch dem finalen Part von Let's Play Splatoon 1. Eigentlich ist es da vorbei, eigentlich müsste das Projekt schon vorbei sein, aber ich dachte mir so, komm, ein Online-Part haust du noch mittendran. Mal gucken, was noch so alles in den Lobbys abgeht. Auf jeden Fall, ich bin Stufe 16, okay, ich habe mich so, ich spiele in Splatoon 2, merke ich gerade erstmal. Aber ich habe meine Rüstung ein bisschen abgeändert, mal gucken, was ich alles hatte. Ich würde sagen, Standardkampf, let's go! Ihr werdet wahrscheinlich kaum glauben, aber ich bin wirklich noch Leute Splatoon 1. Na gut, die Video-Geschichte ist auch kostenlos, geht jetzt zur Switch. Deswegen ist es ein ziemlich guter Zufluchtsort für all diejenigen, die meinen, die möchten jetzt kein Geld ausgeben und wollen jetzt einfach mal so spielen und Spaß haben. Und ganz ehrlich, ich bin voll dabei. Ich spiele mit der Dispersarfe einer Schule schon bereits, was das Zeug hält. Gefällt mir vollkommen. Aber ich glaube, wir haben es jetzt hier auch nicht mit dem richtigen Probe zu tun, also... Was zum Fick wolltest du von mir? Ich hab keine Tinte, du Hund. Ja. Nein, Heuboye! Wow. Verdammt. Okay, gut. Mein Mörder wurde mitgemordet. Also, man merkt schon, Splatoon 1 ist doch noch so ziemlich high. Warum spielt eigentlich kein Schwein mehr? Wie wär's mit Splatoon Staffel 3 in Splatoon 1 und alle anderen Nintendo YouTuber machen mit? Müssen wir wirklich mal so offen hier sagen, dass wir alle Nintendo YouTuber... Ich hab aktiviert, willst mich verarschen? Das ist doch eine komplette Scheiße, warum funktioniert das Ding hier? Ja. Momentan sind wir am Vorteil, aber die Frage ist... Wie lange noch? Ja. Das ist wirklich die Frage, wie lange sind wir... Ich hätte echt... Wo kommt die Bombe her? Wow. Japaner des Todes am Start, Alter. Also, wir haben hier erst mit Mördern und allem zu tun. Ich kann meine Fähigkeit nicht benutzen, weil ich nicht weiß, was ich sie zum Einsatz bringe. Hallo? Los. Und Astrid! Verrecke! Mitgenommen! In den Tod, du Hund! Man merkt schon, ich bin so scheiße mit der Waffe, Alter. Das ist ja... Wow. Wenn wir das gewinnen sollten, GG an der Stelle. Tempano ist am Start. Okay. Hallo. Yeah. Wieso treffe ich dich nicht? Weil du dich triffst. Halt die Fresse, du scheiß Japaner. Mann, Alter. Japaner gehen mir zu sehr ab. Na gut, ich habe es ja fast mit Japanern zu tun. Also, was erwarte ich? Bin ich denn? Das sind Japaner. Das klappt nicht. Was? Wie konnte er mich so treffen, Alter? Guck dir doch den an. Der fühlt sich cool wie eine Eins. Das gefällt mir nicht. Ich fühle mich ganz so hart disrespected. Was soll der Scheiß? Ich spiele gegen Japaner. Ich komme in die Sperse echt nicht klar. Ich wechsle auf den Junior-Klasse bald rüber. Ganz ehrlich, ich mache jetzt einen Waffenwechsel. Das geht so nicht weiter. Das geht so einfach nicht klar, Alter. Mit der Waffe komme ich nicht so klar. Ich nehme ja meine alte Waffe, mit der ich besser klarkomme. Ich hätte gern Double-Shooter, aber das gibt ja erst in Splatoon 2. Auch klar, ich meine, mit der Waffe, mit der ich nicht klarkomme zu spielen, ist ja auch, wie war ich? Zeig mal eine Quote. Ah. Ich war glücklicherweise nicht das schlechteste erstmal aus unserem Team. Für mein niedriges Level ist er eigentlich schon mal... Ah. Stimmt, man kann ja bei Splatoon 1 doch nicht die Waffen in der Pause wechseln. Aber bei Splatoon 2 kann man das. Mann, muss schon wieder rausgehen aus dem ganzen Ding. Das ist doch... Ja gut, es kommen Spieler, klar. Also kann man auch ein paar Runden ja auf jeden Fall noch machen. Also brauchen wir auf jeden Fall zusammen. Der Wechsel ist ja auch cool, aber das wird wahrscheinlich nicht kommen in der Aufnahme mehr. Also, ja. Ich muss immer noch zu sagen, das Story Again ist super schon gut geworden. Besser als ich erwartet habe. Fick dich! Wo kommst du her? Was hast du mit der Waffe? Die haben alle bestimmt die OP-sten Waffen der Menschheitsgeschichte und kämpfen jetzt damit, weil sie denken, oh, wir sind cool, wir sind... Wir sind hier Japaner. Wir haben hier alle unser Leben nicht mehr gelebt. Ja, Japaner, ne?
Immer diese verdammten Japaner. Change my mind, Alter. So, erstmal weiter einfärben. Ich hole so die Punkte. Jeder Prozent zählt. Ich würde sagen, ich schieße dann volle Kanne mit der Heuboje mal durch und dann ist Feierabend da hinten. Aber warum geht mein Tank aus? Warum? Ich würde sagen, einmal so hinstellen und Feuer. Hi. Und bye. Und aufs Maul. Ein Bombenprofi, Alter. Islamisten sind auch am Start, oder was? Na gut. Das war jetzt eine sehr übertriebene Darstellung, mal so zur Erwähnung. Ja, ich hab dich auch geownt! Wie ist mich verarscht? Was hast du für eine Verteidigung? Ah, guck dich an. Die haben Verteidigung des Todes. Das geht mal gar nicht. Ich habe keine Verteidigung, weil ich die keine kriegen kann. Und die haben Verteidigung über 9000 oder was. Change my mind, Alter. Das ist ja... Wow. Was habt ihr alle für Equipment? Jo. Na klar, Alter. Ich gehe auch gleich so ab, ne? Seid froh, dass wir jetzt Level 2 sind. Da habe ich bessere Ausrüstung. Da kann ich wirklich zuschlagen. Ich habe seit 1 dieser aktiv hier online gespielt. Was? Nein! Nutte! Lass mich leben! Jetzt werden wir gleich weggeohnt. Ich sag's euch. Die schlagen gerade vollkommen zurück. Die schlagen massiv zurück. Alter! Dass der nicht auch geohnt wurde! Wundert mich! Ich rüste meine Rüstung um. Ich bin so schlecht. Oh. Ich werde auch nicht dafür sorgen, dass sie gewinnen. Ja, komm mit, Mann. Ein Tod nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Dich habe ich sowas von weggeratzt. Und wir haben einen Sieg. Einen. Einen. Wer war das? Ich habe den Namen mit ganz komisch im Kopf. Ich habe die CPU geschrottet. CPU-Bot 2016. Jo, habe ich jetzt gegen Bot gewonnen oder? Jo. Nein, ich gehe erstmal umrüsten. Also, dass ich hier lebend rauskomme, ist sehr unwahrscheinlich. Das sind fast alle Stufe 50 Spieler. Und die größten Damen sind auch klar am Start. Da haben wir einmal S, dann haben wir einmal View, dann irgendwas komisches mit Fragezeichen. Es ist einfach unglaublich, aber ich habe meine Rüstung nicht geändert. Ich habe ja jetzt wieder mein... Ja, damit komme ich ein bisschen besser klar. Der hat auch bessere Ausrüstung hier. So, mal gucken, was macht. Du willst mich töten? Ich töte dich, du Sack! So, den Kumpel haben wir umgebracht. Zuerst mal aufladen, 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 aufladen. Fight, fight, fight! Fight, schau mir erst vor, ne? Das ist das Motto hier des Spiels. Nein! Ich konnte ja nichts tun! Was will ich tun? Ja, der Tintentitan ist am Start. Attack on Titan ist größer, nicht Spaß. Schau mir so die Punkte. Wow, die werden gerade so aus dem weggeratzt hier, das andere Team. Das ist unglaublich. Ich überlege gerade, ob ich Spawn Driving betreiben soll. Aber das Problem ist ja. Oh, Junge. Den Tim Stein ist ja auch ein bisschen so. Ich glaube, die machen alle hier gerade Kämpfen hier des Todes, ne? Die kämpfen gerade volle Kanne gegen die Idioten. Wenn ich jetzt hier gerade. Irgendwie dafür sorge, dass wir hier. Jo. Was wird das? Müssen wir im Endeffekt irgendwas sagen? Ich habe schon mal 450, fast 500 Punkte zusammengeholt. Ich meine, ich arbeite ja gerade wie ein Meister hier vor, dass wir überhaupt Punkte bekommen. Und die war. Ich weiß nicht, warum die überhaupt kämpfen oder ist das gerade nur so ein Eindruck? Ich hole gerne meine Waffe raus, dann ist dann Feierabend. Kurz geladen und weiter geht's.
Ja, ich würde sagen, ich bin gerade, weiß ich, gut hier am Arbeiten. Ich sage, wir gehen jetzt in den Angriff über. Mit dem Camp können wir auch mal hier. Ich gehe spawn-trappen. Wie konntest du mich treffen? Du mit deinem Octoklexerer Blick. Siehst du, bist tot. Du bist tot, Mann. Oh nein. Wir werden verkacken. Wir werden verlieren. Ich konnte ja auch nichts ausrechnen. Der mit seinem Schwapper. Ich komme mit Schwapper nicht klar, Alter. Das ist so scheiße. Ganz flott bei der Kämpfe. Komm, wir müssen wieder färben. Ah, dein Schwapper nervt mich sowas von hart. Ich habe mich nicht nochmal wegkratzen lassen. Ich werde jetzt alles färben, was geht. Ich werde nicht zulassen, dass ihr gewinnt. So, das müssten wir eigentlich jetzt gewonnen haben. Das war eigentlich viel zu gut gewesen. Ich glaube, das gibt Sieg. Das gibt Sieg, sowas von. Wusste ich's doch. Wir haben es gut gemacht, Alter. Also ich habe... Verdammt, du kannst nicht mal gefärbt, Alter. Boah, ich nehme die Punkte gerne entgegen. Ich level mal auf. Ich könnte mal überlegen, ob ich das auch noch so bis Stufe 50 zu spielen. Ich bin immer Stufe 16, Alter. Na dann. Weiter. Oh. Das Ankerbild Games HQ. War mir das schon mal gewesen? Ich überlege gerade. Ich glaube, die Maps haben mir fast gar nichts. Was ist das eigentlich für eine Map? Kann mir jetzt jemand kurz erklären? Ich kenne die Map echt nicht. Ah, wahrscheinlich bin ich auch einfach nur zu dämlich, was es angeht. Ja, ich würde sagen, ich helfe dir mal aus. Hier, ich helfe dir mal voll aus hier, dass es mal ein bisschen vorangeht. Ich lasse den erstmal. Komm, Alter. Komm runter. Der muss da runterkommen, Alter. Wenn er runterkommt, wundert mich echt. Der wartet auf, dass ich komme, ey. Meine Fresse! Da kommen sie alle! Ich warte gefühlt, kommst du von der Ecke oder so? Ah, ich komme von der Seite mit all meinen ganzen Kollegen! Weil ich ja leider keine Eier aus Stahl habe und deswegen ja alleine kämpfen kann. Ich hätte recht gelappt, Alter. Und ihr nehmt Japaner! Och du Scheiße, erstmal gegen die Japaner front. Herzlichen Glückwunsch. Chaos hat auf jeden Fall was in seinem Leben erreicht, ey. Also echt überlege, ob Spawn Trapping jetzt betreiben. Einfach mal ganz aus der Kalten aus. Ich glaube, das ist das Optimalste, was ich machen kann. Dann sind die wenigstens erstmal so am abgefuckt, dass sie mich hassen. Wenn ich bis dahin komme, ist die Frage. So, der erste habe ich raus. Ah, Spawn-Train wird ein bisschen schwierig, oder? Feuer! Ey, du Scheiß! Ja, na, Spawn-Train wird bestraft, ne? Und Teleport! Ich komme zur Hilfe. Ich hoffe, dass ich das mit dem... Ach, du Scheiße! Nicht gut, wir müssen, ich muss hoch. Spawn Trapping. Und los. Der hat mich kommen sehen. Was für ein Bastard bist du? Woher wusste, dass ich komme? Woher? Hat das nicht deine Mutter verraten oder was? Ich konnte ja auch nichts tun. Wo soll ich aus sein? Links, rechts? Diese Bastarde! Wir werden die Runde verlieren, safe. Ich habe keine Chance, da noch was zu reißen. Die haben es überrumpelt. Die haben auch ihre AK-Waffen hier alle im Einsatz, während ich mit meiner Stelle. Oh! What the fuck habe ich gerade getan? Das war literally Double Kill. Das war literally ein Double Kill gegen Stufe 50 Spieler. Das ist ja, wow. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, das war jetzt ganz heftig von mir.
Und dass wir das noch gewonnen haben. Nein, ohne Witz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich nur durch den... Weil ich es geschafft habe, nochmal hier alle umzubringen. WTF, Alter. Ich war der Beste von allen. Alter, bring mich um. Real Talk. Das wird übrigens die vorletzte Runde werden. In diesem Part dann noch eine Runde. Und dann habe ich erstmal genug für den 10. und dann finalen Part dieses Projekts. Ich muss sagen, die letzte Runde hat mir gerade echt viel Fun gemacht. Mapwechsel werden wir leider nicht erleben. Das ist leider ausgeschlossen. Dafür müsst ihr jetzt noch viele Stunden warten und darauf habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, lieber mal kurz und schmerzlos beenden. So, der ist raus. Ich gehe erstmal unten auf, da kümmert ja eh kein Schwein drum. Ich hab dich mitgenommen! Dass du noch lebst, ist ja... Wow! Wie konntest du diesen Scheiß überleben? Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Wow, kommt Inferno! Ich schieb dir gleich Inferno in den Arsch! Wieso lebt die Bastarde noch? Das wundert mich langsam wirklich. Ich greif die voll an! Die müsste eigentlich zu Boden gehen bei meiner Angriffsweise. Dass das nicht funktioniert, wundert mich auch wirklich. Was zum Fick? Du kleiner hässlicher. Alter, das sind Japaner. Wundert mich auch nicht, dass die so die krankste Rüstung des Spiels haben. Die haben wahrscheinlich die OP-ste Rüstung, die überhaupt das Spiel zu bieten hat, zusammengebaut. Und jetzt geht sie nur noch Leute abfucken. Was sagen? Das können die nicht. Das sind Japaner. Die fucken nur noch ab alles. Die haben wahrscheinlich auch ihr ganzes Geld da investiert in dieses Spiel. Weil sie absolut nicht kein Leben mehr haben. Den Kill nehme ich mir sowas von mit. Ich nehme jeden Top, wenn ich kriegen kann. Ja, sehr gut. Zwei sind erstmal weggeratzt. Naja, muss peinlich sein, gegen einen Europäer zu verlieren. Ja. Alter. Ich kam auch nie raus. Ja, jetzt rächen die sich an mir, ne? Sie sind jetzt so angewidert von mir, weil ich sie gerade so hops genommen habe. Und deswegen wollen sie jetzt an mir rächen, ne? Bin ich vollkommen. Ich meine, ich alleine mit gegen Japaner. Ich meine, wir... Wo ist die europäische Front? Wo ist die europäische Front eigentlich? Non-existent, ne? Die ist non-existent. Weil alle Europäer so feige sind. Ich spiele das nicht. Ach, leck mich doch am... Das zu reißen. War klar, was soll ich gegen Sniper ausrichten? Was soll ich gegen den Sniper ausrichten? Der hat jetzt sowas von die beste Position, die er haben kann. Wenn er mich jetzt wegsnipen will, dann gute Nacht. Oh, den krieg ich so gerne mitgenommen. Den hätte ich auch so gerne mitgenommen. Wirklich wahnsinnig gerne. Dass wir es verloren haben, kann ich euch schon garantieren. Aber ganz ehrlich. Das war wirklich Abfuck. Das geht nicht mehr. Also, wirklich mal an alle YouTuber, die das hier gucken. Und alle so. Wo sind die Europäer? Wo sind sie? Ich habe das Gefühl, non-existent. Peinlich. Und die nennt sie Nintendo-YouTuber. Schämt euch. Mal wieder die Steinköder Grube, mal wieder eine Runde voller Japaner. Danke. Aber ja, ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich mit meiner vorigen Aussage richtig viel Feinde jetzt gemacht haben, weil so gegen Nintendo-YouTuber zu schießen, naja, ist ja auch nicht gerade wirklich, ich sag mal, eine sehr schlaue Idee. Ich meine, damit beleidigst du ja nicht nur ein paar Kleine, sondern gehst auch gegen die Großen ran. Also sag mal, LPM, Nintendo etc. Aber ganz ehrlich, wo sind sie eigentlich? Ich habe die jetzt halt kaum noch spielen sehen oder gehört. Wahrscheinlich, wenn ich sage, nö, es wird schon eins, Wii U, wer spielt noch Wii U? Wer hat eine Wii U heutzutage noch? Ja, erstes Spiel hochhalten, dann kommt die Switch, dann sagen, hö, Wii U, scheiße, dann nie wieder Wii U anfassen und dann sich... Und dann sind irgendwelche Leute wie ich kommen und dann sie angreifen, ne? Ja, genau, das sind Japaner, gucken wir uns mal an. Oh, guckt euch die Ausrüstung an, guckt euch das an. Und vor allem, guckt es an, wie die jumpen, Alter, das ist doch...
nicht mehr normal, Alter. Das sind Spieler, die wissen nichts mit ihrer Freizeit anzufangen. Gibt's keinen Regionalmodus? Das war. Ja, stimmt, Regionalmodus. Warum soll es Splatoon 1 Regionalmodus geben? Das bringt ja nichts. Es gibt ja keinen Europäer, der mitspielt. Keiner spielt mehr. Das ist scheiße. Hör ich, was so koordinieren könnte. Alter, das wäre so, keine Ahnung, so die deutsche Front gegen die Japaner. Das wäre mal was, aber das, glaub, das wird nicht mehr zustande kommen. Einfach aus dem Grund, weil ich keinen Deutschen mehr kenne, der überhaupt das Splatoon einspielen will. Weil die alle zu dieser, ich hasse Nintendo Wii U Front gehören. Ja, Chris, du zählst auch dazu. Du bekommst du Ausreden, als ob du noch die Wii U feierst. Bei dir würde mich das so sowas von hart wundern. Wenn wir das... Würde das machen, hätte er die Bio-Version gespielt, hier vom Freedom Planet, hat er aber nicht gemacht, der spielt die Switch-Version. Schäm dich. Ja, da vorne ist einer. Erstmal da vorne schießen, mal gucken, ob ich irgendwas treffe. Kann ja sein, dass da irgendwer hops geht. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, auf jeden Fall Punkte bekomme ich trotzdem in Massen, das reicht mir. Zumindest das kriege ich hin in meinem Leben noch, Punkte zu farmen. So, nehmen die letzte Runde. Also von daher, ich sag mal so, das Projekt war sehr genial, der Erfolg hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf Splatoon 2. Werde ich auch wieder ein paar Online-Runden spielen. Und jede Wette, da sind die Europäer alle versammelt. Da sind sie alle. Oder ich werde wieder auf gegen Haufen Japaner antreten, weil die Europäer wieder gesagt haben, Splatoon 2, Ich spiele heutzutage noch Splatoon 2, ich spiele Splatoon 3, was im September kommt. Oder Mario Kart 8D! Ja, keine Ahnung, was sie da für spielen. Ich weiß ja nicht. Bei der Nintendo Community weiß man das fast gar nicht, was sie spielen. Ach Gott, das kann nicht sein! Das kann nicht sein, dass du dir gestorben bist! Das kann nicht sein! Du hättest draufgehen müssen! Nein! Einfach nur nein! Oh, leck mich doch! Wir haben sowieso gewonnen, von daher, ja, ich schreibe mich nicht auf. Auf jeden Fall, das wär's für Let's Play Splatoon 1. Wir sehen uns bei Splatoon 2 wieder. Bis dahin, genießen wir noch den Sieg, den wir uns doch so schön geholt haben. Und ja, by the way, das wird denn hier, das europäische Schirm soll nicht mal mitzuspielen, das habe ich übrigens erst gemeint. Boah, ich war der Beste. Yes, seht ihr? Also wenn irgendwer jetzt sagt, Alter, du hast kein Skill, dann sollt ihr gefälligst auch einen Ascher bewegen in den Spielbeginn. Da kommt her. Okay, gut, ja. Bis auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bis dahin natürlich Emerald Control. I made it this far, and it don't matter if I crumble, 'cause I will.